Die Europäische Kommission hat den Mitgliedstaaten den Entwurf eines sechsten Sanktionspaketes gegen Russland vorgelegt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat es dem Europäischen Parlament in Straßburg vorgestellt. Das Paket enthält 5 Punkte. Der bedeutendste betrifft Energielieferungen aus Russland. We will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be Wir schlagen ein Verbot für russisches Öl vor. Dies wird ein vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl, ob auf dem Seeweg oder über Pipelines, ob roh oder raffiniert. Wir werden sicherstellen, dass der Ausstieg aus dem russischen Öl so erfolgt, dass wir und unsere Partner alternative Versorgungswege sichern können und die Auswirkungen auf die globalen Märkte so gering wie möglich gehalten werden. Deshalb werden wir die russischen Rohöllieferungen innerhalb von 6 Monaten und von Raffinerieprodukten bis zum Ende des Jahres einstellen. Ausnahmen soll es für Ungarn und die Slowakei geben. 3 russische Banken werden vom internationalen Finanzsystem SWIFT ausgeschlossen. Weitere Maßnahmen treffen russische Staatsmedien. Ihnen soll die Verbreitung in Europa untersagt werden. Sanktionen sollen auch gegen eine Reihe von Militärs und andere Personen verhängt werden, die mit russischen Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht werden.